Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hurt World. Wie immer mit dem lieben Faustus dabei. Jawohl. Und wir wollen endlich unser Haus zu Ende kriegen. Ja, das ist der Plan. Dach ist ja noch nicht ganz dicht und ja, das machen wir jetzt, ne? Genau, also das Dach passt dann also eigentlich zu uns. Nicht ganz dicht. Ja. Ja, wir hoffen, dass wir das Dach jetzt in der Folge zukriegen. Bestimmt Und sogar. sobald das Ding zu ist, werden wir auf jeden Fall eine kleine Reise antreten und mal schauen, dass wir vielleicht die ersten Fahrzeugteile oder so zusammenkriegen. Ich bin dafür, dass wir, also Holz brauchen wir ja eh fürs Dach, aber wir sollten uns auch auf jeden Fall noch was mitnehmen. Ach, du bist auch auf dieser Seite, dann gehe ich mal rüber. Um vielleicht irgendwo ein Lagerfeuer zu craften, damit wir nicht erfrieren. Ja, gute Idee. Vielleicht haben wir noch das Glück, dass wir uns jeder einen Bogen und ein T-Shirt herstellen können oder so. Ja, in den Containerdörfern, da ist es auf jeden Fall kälter. Ja, deswegen. Und da sollten wir schon nicht ganz nackig hinmarschieren, ne? Ja, wir haben ja jetzt nur ein Höschen. Ja, immerhin aus Jeans. Ja, Leute, so sieht das nämlich aus. Ja, sonst können wir noch erzählen, seit der letzten Aufnahmesession gab es sogar zwei Updates. Ein sehr großes, das andere war halt nur so ein paar Sachen, die gefixt worden sind. Aber es gibt eine Menge neuen Stoff hier drin. Es gibt ein paar diverse neue Schusswaffen. Dann gibt es neue Frisuren, hattest du eben gesagt. Ja, genau. Was war das noch? Fallen gibt's jetzt. Fallen, genau. Irgendwie so Landminen und sowas. Also das ist uns auf jeden Fall bekannt. Wird mit Sicherheit auch noch neuer Krempel drin sein. Ja, das ganze Spiel ist ja auch nur so, weiß ich nicht, unter 300 MB groß. Und das Update war, war fast 90 MB groß. Also zur ne? Also, genau. Relativation, ja. Meinst du? Ja, so in der Art. War es auf jeden Fall ein sehr großes Update. So. Oh, es geht die stimmt. Sonne auch schon wieder unter. Das ist auch schon wieder Kacke. Aber ja, wir sollten vielleicht am Tag losgehen. Ja, denke ich auch. Aber gut, wir können ja dann in der Nacht das Dach zimmern. Ja, und ich hoffe ja, dass die das endlich gefixt haben, dass nicht die Wildschweine und so durch die Tür marschieren. Das war ja damals noch so. Ja, also ich denke mal, dass sie bestimmt solche Bugs gleich mitbehoben haben bei so einem großen Update. Ja, sicher kann man sich allerdings nie sein. Ja, ich habe mir die Patch Notes durchgelesen, aber ist ja jetzt auch schon wieder eine Woche her oder so. Also zwischen dieser Aufnahmesession und der letzten. Ja, waren jetzt auch fast 2 Wochen, ne? Ja, 2 auf jeden Fall. Und in der Zeit kamen auf jeden Fall noch 2 Updates. Das ist schon, finde ich, ganz gut. Also kann man auf jeden Fall sehen, da wird was gemacht in dem Spiel. Genau, ist ja nicht überall so. Nee, schon gar nicht in der Masse. Also 2 Updates finde ich auf jeden Fall mehr als korrekt. So, wir brauchen aber, wir brauchen richtig viel Holz. Ich glaube, das kriegen wir mit einmal hier gar nicht gesammelt, oder? Ich denke auch nicht, vor allem weil es jetzt dunkel wird, dann fangen wir jetzt gleich wieder an zu frieren. Ja, ja, eben. Mein Fleisch ist auch schon ranzig. Wie viel Holz hast du? 54. Du bist 65. Ich finde hier aber auch nicht wirklich was. Bin auf jeden Fall jetzt auch schon wieder auf dem Rückweg. Ich habe nicht keinen Bock zu erfrieren. Aber ein bisschen Holz kann ich hier noch mitnehmen. Ich habe jetzt, 76. Und es gibt schon wieder Hunger. Juhu. Ja, ein bisschen habe ich auch Hunger, aber das macht nichts. Aber wenn wir dann gleich im Haus sind, können wir ja mal kurz schnell grob durch den Crafting Table durchsetzen. Und dann können die Leute auch mal sehen, was es so Neues gibt. Genau. Vor allem müssen wir das ja eh, weil wir T-Shirts und Bögen wollen. Genau, und wir müssen ja auch Bretter craften, von daher.
So, ich schaufel mir mal ein ranziges Steak in den Backen. Bist schon wieder zu Hause? Lecker, Oh nicht? yeah. Ich hatte doch eins Ist good. mitgenommen. Er sagt Achso. trotzdem, oh yeah, ist good. Also kann das ja gar nicht so scheiße sein. Man verliert ein bisschen Energie, aber die baut sich so schnell wieder auf, dass es eigentlich Chili Goal ist. Ob man jetzt ranziges Steak isst oder auch nicht. Vor allem, hat mir schon erzählt, ne, dass man ranzige Steaks stecken kann und gebratene nicht halt. Ja, das hat man schon mal irgendwie irgendwann erwähnt. In den ersten Folgen. Ja, also ich habe hier überall wilde Ophrovs gefunden. Die habe ich auch mal allein gesammelt. Ja, wunderbar. So, ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem direkten Wege nach Hause. Ich sehe die Hütte schon. Ich Ja, glaube ich. sogar, ich würde sogar fast behaupten, performancemäßig hat sich auch was getan. Ich habe auf jeden Fall mehr FPS, glaube ich, als sonst. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, was ich letztes Mal hatte. Ja, letzte Mal während der Aufnahme hatte ich immer so um die 60. Komme ich gerade auf 75, 77. Aber das kann auch sein, ich habe seit dem letzten Mal meinen Rechner neu gemacht. Und ob ich jetzt dieselben Grafikeinstellungen habe wie das letzte Mal, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, So, ich bin auf jeden Fall zu Hause. bei mir steht die FPS-Anzahl oben rechts und in der gleichen Farbe steht da Hurt Worlds Alpha drüber, deswegen keine Ahnung. So, ich habe tatsächlich sechs Samen gefunden, die ich hier mal hin tackern werde. Dann haben wir schon richtig gut was. Wir hatten auch 65 Holz, noch auf der Crafting-Bank da. Ach, guck mal, das hört sich jetzt gut an. Ich habe jetzt, weiß gar nicht, 200 irgendwas Bretter. Fang schon mal an. Brauchen wir so viel überhaupt noch? Naja, was wir haben, haben wir, ne? Ja, Holz brauchst du im Endeffekt sowieso immer. Gut, Faustus deckt das Dach. Und ich Ja. zeige euch mal, hier sind die Fallen. Krabbe von Landminen. Frag mich nicht, frag mich nicht. So, Dach ist zu. Poison Trap, also so eine Giftfalle, okay, dafür brauchen wir Giftblase. Keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Und Medusa-Samen. Krass, das Ja, ist auch neu, ne? werden wahrscheinlich irgendwelche Pflanzen sein, die man irgendwo. Maschinen ist nichts neu. Oder doch Truhe. Truhe ist neu. Gewöhnlich der Gerät. Gewöhnlich der Gerät. Okay. Ausrüstung gibt es zum Beispiel, das hatten wir eben gesehen, zwei neue Rucksäcke. Bringen jetzt nur fünf Inventarplätze mehr, aber auch Kälteschutz, was ja sehr gut ist. Aber dafür sind die Mods teuer, ne? Ja, sehr. Sogar. So, ey, T-Shirt, ne? 10 und Fünf 5. Kälteschutz und der hier macht zwei Kälteschutz. Also so ein shitty T-Shirt sollte es schon sein. Brown T-Shirt, 5 Kälteschutz. Ja, ich mach mal meins. Okay. So. Kannst du ja auch Dreck machen. Oh, Pullover. Oh, da brauchst du 40 für. Hey, die haben wir nicht mehr. 35 nur noch. Aber ich wollte eigentlich Dirty Double Shirt. Tja, wird wohl nix. Ah, letztes Mal gab es irgendwas mit Double Shirt und das war aber kein, das war auch noch ein. Ja, jetzt musst du dir halt ein T-Shirt machen, ist ja egal. Flanell-Shirt. Ja, mach ich auch. Ja, Tim Taylor. Ne, wie hieß der Dicke von Tim Taylor? Ah, keine Ahnung. Ja, hab ich auch vergessen, aber ich weiß, wen du meinst. Ey, jedes Dings ist anders, ey. So, Brown, 5 Kälteschutz, 15 Sonnenschutz, 2 Rüstung. Davon mache ich mal eins. Ich glaube, das ist das, was du auch hast, ne? Ja. Du kannst doch direkt mal hier dein Holz zu Bretter machen, ne? Brauchen wir echt noch so viel? Ja, also wir haben ja jetzt nur oben das Gestell hier, ne? Also das Dach ist ja jetzt im Endeffekt nicht zu. Ist halt immer noch undicht, so wie du. Hoho. 21 Holz behalte ich mal, weil genau das brauchen wir für ein Lagerfeuer. Ja, okay.
Obwohl, shit, was trug, weil wir brauchen auch noch Bögen. Ja, ich Holzbogen. sag mal, Holz können wir auf dem Weg gleich, sobald es hell ist, gehen wir eh los und dann können wir noch das bisschen Holz sammeln. Genau. Guckt, Leute, 160. Faustus hat ein T-Shirt an. Ja, Partnerlook. Yay. Ja, gut, ich muss weiter Holz sammeln, weil allein ein Bogen kostet schon 50 Holz, ey. So, wie geht das denn jetzt hier? Welchen Punkt muss ich denn anvisieren? Ah ja. Das sind jetzt übrigens Fußböden, die ich da setze. Also wir könnten dann, glaube ich, sogar eine Ja, Etage draufsetzen. oben eine zweite Etage draufklettern. Später halt. Mal gucken, wie wir den Weg dahin finden. So, ich glaube jetzt ist. Oh, für ein Ding hat's nicht mehr gereicht. Na toll. Na egal. Oh, es wird ja schon wieder hell. Ja, und wir haben nicht gefroren, komischerweise. Stimmt. Gab es da vielleicht Veränderungen bei dem Update? Aber das kann ich dir jetzt echt so nicht sagen. Aber es ist auch jetzt egal. Ich glaube, wir sollten trotzdem jetzt dann mal losmarschieren. Das eine Ding, das ist ja jetzt auch egal. Ich dachte nur wegen Bögen, wegen den Spuckaffen und den Wildschweinen. Ja, gut, dann. So, das Gammelsteak nehme ich mir hier noch und dann den Hammer legen wir wieder rein. Das eine Ding kann man später zumachen. Oh yeah, it's good. Ja, obwohl es ranzig ist. Ja. Vielleicht sollten wir uns auch noch irgendwie was zu essen mitnehmen, aber ja. Ne. Ja, ich habe gerade 6 Off-Rows im Inventar. Ich kann dir gleich welche abgeben. Die im Schrank wollte ich gerne vergammeln lassen. Wir haben ja hier vor der Tür noch ein paar. Ja, aber ich habe eh 6 im Inventar. Braucht ja kein Mensch. Da sind ja noch 66 Holz, sind ja noch im Schrank. Da siehst du mal. Dann mache ich das letzte Ding jetzt hier noch. So, Holzplanke müsste reichen. Dann nehme ich immer noch mal den Hammer. So. Ja, guck mal. So, Bude ist zu. Das hört sich doch gut an. Dann komme ich mal zurück. Ja, korrekt, dann können wir ja auf jeden Fall losmarschieren. Ja. Wo bist du denn? Ja, ein Stück weiter hinterm Haus aufs Feld da halt. Also ich sehe das Haus auf jeden Fall schon. Okay. Ich sehe dich aber nicht. Ach, da hinten. Ich sehe da hinten so einen Punkt. Könnte das der Wödern sein? Hey, hey. Ja, der Punkt springt. Der springende Der Punkt. springende Punkt. Ja, gut. Ja, ich habe auch Holz mitgebracht. Ich weiß nicht, wie viel. Faustus versucht natürlich, die Strommasten abzuhauen. Ja, hier ist ja auch so viel Strom, also. Weiß eh nicht, warum die Dinger hier rumstehen, ne? Da ist gar kein Kabel, nix dran. Nee, hab ich auch schon gesehen. Hallo, wir können ja mal gucken, ob wir jetzt Bäume fällen können. Aber ich denke nicht. Nee, ich glaube nicht, sollte man immer noch nicht können. Ich glaube, dass. Ich vermute sogar noch, das ist gar nicht vorgesehen. Aber keine Ahnung, ist auch egal. So, ich habe, ey, tatsächlich 100 Holz gekriegt. Toll. Das reicht für 2 Bögen. Ja, korrekt. Und keine Pfeile. Und genau keine Pfeile. Ey, aber hast du mal das Dach gesehen hier? Hast du mal geguckt, ja? Guckst du. Ey, cool. Ne? Das ist super. Ja, und dann bauen wir hier irgendwann eine Treppe hin und haben eine zweite Etage.
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie das mit dem Platz, wie viel Platz die Treppe da braucht. Auf jeden Fall, Leute, das kann ich schon mal erzählen oder zeigen. Also hier ist ja Haupteingang. Und links und rechts werden auf jeden Fall noch Garagen dran gebaut, sofern oder sobald wir mindestens ein Fahrzeug haben, dann kommt auf jeden Fall spätestens dann eine Garage an das Haus geknallt. Also es gibt Schrotflinte, Assault Rifle, Automatik und Halbautomatik, Rabattiergewehr, Pistole. Eine Sniper. Ja, Da sind. Rabattiergewehr dann, ne? So. So, die normalen Pfeile oder soll ich gleich die Eisenpfeile bauen? Ja, mach Eisen. Ich glaube, davon haben wir genug. Ja, Du brauchst okay. ja nur ein Eisen für 10 Pfeile. Also, ist der Bogen da für mich, der da unten drin ist? Ja. Korrekt. Ich habe mal andere Sachen rausgenommen, damit ich gleich ein paar andere Sachen da reinpacken kann. So, und zwar brauchen wir Holz und Eisen, wovon wir mehr als genug haben. Ja, wenn du ein Eisen brauchst für 10 Pfeile, dann weiß ich nicht, nimmst du mal 10 Eisen, obwohl so viel Holz hast du auch nicht. Du hast ja schon 50 Holz, 45. Können wir verbraten. Ja. Ah, guck mal, 50. Die nehme ich mal. Hahaha. Nein, kannst du gerne haben. So. Dann nehme ich die 40. Brauchst sowieso mehr, ich bin nicht so gut in Schießen. So, ich habe auch 11 Feuersteine mit, notfalls. Das restliche Holz kannst du ja mitnehmen, ne? Ah, okay, eins. Ja. Kannst du auch drin lassen. Das lohnt sich nicht wirklich. Und dann würde ich sagen, gehen wir los, aber das erst in der nächsten Folge. So sieht's Weil aus. wir sind schon wieder soweit. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir halt losgehen, Tiere jagen und vielleicht sogar Autoteile finden. Da hoffen wir ja drauf. Auf Auf jeden jeden Fall werden wir Fall. zu den Containern kommen. Schaut bei Faustus vorbei. Der hat noch ganz viele andere Sachen im Repertoire gerade. Kanal-Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Wir freuen uns über einen Daumen oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.